Moin moin und willkommen zurück zu The Baconing. Unglaubliche 61% haben wir schon fertig. Und jetzt sind wir, schätze ich mal, letzten Abschnitt von dem Spiel. Wir können ja mal kurz testen, wir können ja nur mal auf die Weltkarte gucken. Und dort sehen wir, es ist eigentlich alles freigeschalten, fast. Außer hier, das in der Mitte, der große Fleck, da wird bestimmt der Endkampf sein oder sowas, schätze ich mal. Oder der letzte Abschnitt vom Spiel. Und aber ansonsten sind wir jetzt hier in den Valhalla Heights und müssen ja den Göttern so ein bisschen helfen. Und ja, ich hab Husten und wir gucken einfach mal jetzt, wo wir hin müssen. Den Elefant da hinten müssen wir eh rauskriegen aus dem Garten hier. Aber das schaffen wir noch nicht. Gucken wir mal, ob es noch irgendwelche Quests gibt. Hier gibt es noch Quests bei Zeus. Und da gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell hin. Ich trinke nebenbei einen Schluck Tee, Moment. Hier ist Zeus. Nein, es ist nicht Zeus. Okay, Quest hinzugefügt. Schleiche dich an Berabus vorbei. Okay. Können wir da irgendwie langsam laufen? Geht das? Oder? Nee, okay, der hört alles. Alles klar, das geht schon mal nicht. Dann gucken wir uns mal ein paar Hints dazu an. Ja, können wir. Hier. Der Berabus ist sehr sensibel, wenn es um Geräusche geht. Er hört alles. Okay. Lerne mehr über den Berabus in deiner Bücherei. In der Bücherei. Ach so, okay. Ich muss in die Bücherei. Dort soll ich den Alarm auslösen. Und, Moment, ein Skullcrusher. Den nehmen wir uns mal schnell mit. Wie gesagt, ich muss in die Bücherei, dort den Alarm auslösen und dann soll ich wohl irgendwie hier vorbeikommen können. Okay, dann gehen wir eben... Oh, sorry. In die Bücherei, die war ja gleich hier. Und jetzt müssen wir uns bestimmt ziemlich beeilen. Aber eigentlich macht doch die Frau ja den Alarm aus, wenn ich da wieder raus will. Hä? Verstehe ich nicht. Hallo? Super. Ich muss ja irgendwas über den Berabus rausfinden. Das heißt, ich werde wohl irgendwie die Frau hier ablenken müssen, bevor ich hier irgendwas mit dem Berabus machen kann. Weil er wieder mal eins zum anderen führt. Also, gehen wir hier jetzt wieder raus. Alles klar, die Kisten nehmen wir mit. Ein bisschen Kaviar geschnappt und dann gehen wir einfach mal die Brücke hier hoch. Ist im Prinzip auch Hell's Half Acres. Geht's rechts lang? Nee, wir gehen erstmal hier oben lang. Gucken wir, was da so abgeht. Und was uns hier so vor Gegner erwarten. Was ist das hier? Anansi anwesend, da komme ich noch nicht rein. Da muss ich auch nicht rein. Aber hier muss ich irgendwo hin. Und sind ja irgendwie keine Gegner, kann das sein? Was ist denn das hier? Country Club. Ach stimmt, hier muss man ja eh rein. Hier soll sich ja Zeus immer aufhalten irgendwie. Du bist der Essensverkäufer, das will ich, da will ich nicht hin. Gehen wir mal in Country Club. Ah, ne, Derek, eure neue Quest, okay. It's Derek! Ich husten, ne? I've used my incredible. I am now Derek, and I found it. Now, I know we've had. But this institution has a. I just can't let any. Left-handed people? Mortal. You'll need a reference from a member god in... I'll have to get back to you on that. Take all the time you want. I'm immortal now. Show off. Alles klar. Now listen up, a member's reference gets... But you must dress appropriate... Well, appropriate taste and style are... super. Also, this isn't a charity. You could argue this is the, no simple golf club. A godly golf course. I'm talking... Ouch! Swinging with a big... Boah, was hab ich denn jetzt... Was muss ich denn hier alles machen?
speak to why Thornton is you can usually find him. The man's blood is so blue, it's like look, you know. Ich muss jetzt, damit ich auch die Lobby kann, mir passende Klamotten zu suchen. Also es wird das neue Set sein, wie im Casino-Level. Dann muss ich mir einen göttlichen Golfschläger suchen. Und ich brauche eine Mitgliedskarte, die ich nur bekomme, wenn ich... also die bekomme ich nur von einem anderen Mitglied des Golfclubs, aber nur durch eine Empfehlung. Also mich muss jemand empfehlen. Super. Das ist ja jetzt richtig mies. 3 Quests auf einmal bekommen. Godlike Boots. Okay. Ich hoffe mal, dass ich das. Dass ich das Godlike Set auch brauche. Und hier geht's zum Golfkurs, aber hier komme ich nicht durch. Ah, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe gerade wieder mal 0 Durchblick. Aber gehen wir einfach mal hier lang. Was gibt's hier? Aber wir sind ja keine Gegner in dem Level, kann das sein? Pro Shop? Was ist Pro Shop? So ein Schmied oder was? Boah, klar, du bist ein Schmied, Junge. Du bist ein Vulkan. Wow. Vulcan obliges any golfer. Well, Death's Bank seeks membership. Then a special club is what you... A finer club than one that has ever been crossed. Just say what you need. First, bring me a set... Hä, was ist denn hier los? Ja, okay. Also, ich werde von dem wahrscheinlich... die Empfehlung bekommen für den Golfclub. Aber da muss mir erst, also ich brauche sowieso erstmal den göttlichen Golfschläger. Und um den zu bekommen, brauche ich erstmal ein Set von normalen Golfschlägern. Und ja, muss ich gucken. Was ist denn hier drin? Backen, bauen? Nee. Gucken wir mal, wie ich. Okay, ich brauche 10 Schläger. Ah, okay, die ganzen Golfschläger gibt es hier überall verteilt in Valhalla Heights. Aber die stehen nicht zum Verkauf, sondern die muss man von den Statuen nehmen. Haha, ich bin ein Klauschwein. Jetzt muss ich ja alle 10 Statuen abklappern. Und was ist denn das hier? Ein Peanut Tree? Was ist das denn? Egal, jetzt rennen wir eben so lange rum, bis wir jetzt die ganzen 10 Golfschläger gesammelt haben. Ist ja jetzt nicht wirklich schwer. Es sei denn, es gibt ein paar Statuen hinter dem Bärabus, wo ich nicht durchkomme. Das wäre ein bisschen doof. Und wahrscheinlich wird das auch so sein. Verdammt. Hier ist noch einer? Nee, doch nicht. Oder? Nee. Aber hier. Komm. Hallo. Oh, das waren schon 7 Stück habe ich bekommen gerade eben. An der Statue. Und hier ist die letzte. Cool, dann haben wir schon mal das bisschen fertig. Es war ja einfach. Und jetzt bekommen wir schon mal einen göttlichen Golfschläger. Naja gut, ich denke mal jetzt noch nicht. Ich denke mal, jetzt werde ich noch irgendwas anderes brauchen, was da benötigt, um den zu schmieden. Aber abwarten. Mal gucken. Vielleicht habe ich doch Glück und es klappt so. Was ich aber mal nicht denke. Das ist ja, es wird ja von Level zu Level schwerer und von daher. Mal gucken. So, Vulkan, ich hab deine Golfschläger. Machst du mir einen göttlichen, bitte? Ja, ich wusste es, ich wusste es.
I knew that. What grand device must the club head I speak of is no mere a lightning bolt is uncalled from the very piece of cake. There's gotta be one around here some. Oh Mann, okay, ich brauche für die Spitze von dem Golfschläger, für den Schläger an sich oben, für den Teil, den der Ball trifft, einen Blitz. Und ich muss einen Blitz finden vom Himmel irgendwie. Ich brauche einen Blitz vom Himmel. Ja, gut. Gucken wir mal. Okay, und den Blitz bekomme ich mal an der Plainside. An der Plainside? Was ist in Plainside, Mann? Okay, dann gehen wir jetzt. Mal schnell hier runter. Und gucken mal. Hier rechts lang. Nee, hier. Da ist doch schon. Da Gott wurde umgebracht. Ach so, ja, okay. Stimmt, darum geht's ja im Prinzip. Dass hier jemand umgebracht wurde und ich muss rausfinden, wer es war. Und der hatte jetzt einen Blitz in seiner Brust stecken gehabt und ja, das ging schnell. Das ist ja krass. So, somit müsste aber theoretisch mein Golfschläger jetzt fertig sein. Denke ich mal. Hier, bitte. Vulkan. Hey, that's great. Du bist ja schnell. Sauber. Okay. Equipment full. Ja, okay. Nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich mal offscreen alles auslernen, aber irgendwie habe ich das total vergessen, ey. Okay, jetzt habe ich meinen göttlichen Golfschläger. Okay. So, und dann gucke ich mal zurück zu dem Typen da. Der mich nicht in den Golfclub lassen möchte, da den Chef oder so, was das sein soll. Hier drin. Aber jetzt habe ich echt keine Ahnung. Ich brauche noch die Rüstung und so. Die Golferausrüstung. Aber ich habe schon mal meinen Schläger. Mal gucken. Hier, genau. Hier. So, fertig. Ich brauche aber immer noch eine Einladung. Okay, und jetzt habe ich wieder mal keinen Durchblick. Wir gucken mal die Hinweise an. Nur ein einzigartiger Gott, ängstigend, oder ist einfach mal ein wichtiger Gott, kann man die Empfehlung geben, und den Gott, den ich suche, steht in der Nähe von seinem Haus. Welcher Gott steht in der Nähe von seinem Haus? Ja, wenn es jetzt Zeus ist, bin ich ein bisschen angebumst, weil da ja da bei dem Berabus steht und ich da nicht vorbeikomme. Ey, richtig schlecht, komme ich jetzt nicht lang. Was bist du? Anansi. Eine Spinne. Yeah! Töte es mit Feuer. So, hier. Du bist doch hier mein übelster Gott, ne? Ganesha. Jetzt, mach mal hier was klar. Smell you later. Nee. Der ist es nicht. Vielleicht, God of Sheriffs. Hello, what have you? I greet me, but nothing. I have some. Nee! Mann, du auch nicht. Also muss das ja jetzt irgendwo.